Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einer weiteren Folge der BSG Road to Glory. Und wie ihr gerade schon an der Musik wahrscheinlich feststellen könnt, verabschieden wir uns heute von unserem Hybrid, oder es sind eigentlich generell Hybrids, aus Liga 8. Ja, hat gute Arbeit geleistet, war ein bisschen sweaty teilweise, aber hat's gemacht. Und dann kriegen wir dieses geile neue Team. Ja, während das auch jetzt einfach mal so gechillt eigentlich herlaufen sollte. Ja, jetzt passiert doch mal. Warte, Kennedy im Tor, Norbi relativ schnell auf der rechten Seite, dann K, ein Monster. Irgendwie ein richtiger Riese ist das. In der Innenverteidigung daneben haben wir dann Jean-Baptiste. Generell, wie gesagt, ihr kennt ja die Regeln von der BSG Road to Glory inzwischen. Also, das ist zumindest kennen auf dem Internet, haben wir dann noch Murphy. Wie gesagt, jetzt in Liga 7 sind wir jetzt inzwischen. Liga 7, ja, Liga 7 müssen wir hinkommen. Da dürfen wir jetzt ein Bronze-Silber-Hybrid haben mit einer überwiegenden Anzahl von Silberspielern in unserem Team. Ja, und das ist dann halt bei rausgekommen. Da nochmal großen Dank an Cimbolino, der das Ganze auch ermöglicht hat und das, ja, mir das Team gebaut hat. Wir suchen auch gleich unseren ersten Gegner einfach mal eiskalt. Ja. Und dann kommt sowas dabei raus. Ohne Spaß, in Liga 7. Wieso spiele ich da gegen Aguero, Van Persie, Rooney, Schürrle, Nani, Yaya Touré, Ashley Cole, David Luiz, Kompany, Mika Richards und Hugo Lloris? Das ist Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Dazu hat das Spiel auch noch Todesgeleckt, was ihr leider nicht sehen werdet. Konnte ich leider nichts machen, ich weiß nicht, es lag eigentlich nicht an mir. Aber kann man halt im Endeffekt dann auch nicht ändern. Wie gesagt, einfach das Monster-Team. Ich meine, Van Persie und Aguero kosten alleine schon 350 locker auf locker. Das ganze Team kostet locker 500k, also schon nicht so billig. Wie gesagt, das Spiel hat einfach so nervig gelernt. Es war unmöglich, aber wir hatten erste Chance über E2Hu, unseren linken ZOM. Gleich gute Chance. Und wir haben auch gleich die nächste Chance. Wieder ist E2Hu hier mit einem Fake-Shot, zieht in die Mitte, zieht einfach ab. Und ja, ich würde einfach mal sagen, schaut euch diesen Slow-Motion-Treffer an. 1:0 für uns. Wow, und ich muss sagen, bis dahin war es noch nicht Momentum. Ich meine, war die erste Chance, die zweite Chance im Prinzip schon für uns und wir haben das eigentlich ganz cool gemacht hier mit E2Hu. Geiler Schuss, kann man nichts gegen sagen. Ich habe nochmal gehofft, in der Zeitlupe kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen, weil das Tor, kam nicht so geil rüber, wie es eigentlich war. Es war auch nicht so geil, wie ich es jetzt gerade mache, aber es war doch schon annehmbar, würde ich mal sagen, für einen Bronze-ZOM, der, glaube ich, nur, keine Ahnung, 61 Shooting oder so hatte. Es ist auch nicht das Thema. Ja, aber dann unser Gegner gleich mal in einem Konter, übernächste Chance von Persi, steckt den Ball perfekt durch auf Kun Aguero. Top, bam, machst du nix. K rutscht er irgendwie nochmal rein und kann das aber nicht verhindern, anstatt den Ball einfach wegzuschießen, rutscht er einfach mal, weil er denkt, rutsche. Ja, gestern denkt sich Aguero mal, Flug. Somit steht es gleich mal 1:1, eine geile Führung, mal gleich mal instant egalisiert. Ziemlich blöd. Aber wir hatten noch mal weitere Chancen. Hier kommt erstmal Hock irgendwie unseren Ball an, unser ZODM. Der legt hier nochmal den Ball kurz raus auf. Bam! Ich weiß gerade nicht, wer es war, mein Bildschirm ist gerade ein bisschen zu klein. Sorry, tut mir leid dafür. Aber unsere Gegner natürlich auch Chancen hier über Van Persie. Das Spiel leckt einfach. Irgendwie kommt der Ball auf Umwegen zu Kun Aguero wieder. Ich kann es auch gerade echt nicht. Was passiert da mit diesen Scheiß-Lecks? Und dann spricht er den Ball einfach rein. Nun, ich schieß drauf. Und ja, mein Torwart klärt einfach vor von Persis Füße. Der macht einfach in der 40. Minute den Führungstreffer für unser Gegner. Spiel gedreht für ihn. Und der hat sich schon ziemlich geil gefühlt. Keine Ahnung warum, weil er gegen einen Bronze-Silber-Hybrid mit so einem scheiß BPA-heftigen Team spielt. Aber naja, kann man nichts gegen machen. Hier sind wir gleich nochmal in der Wiederholung. Unser Torwart einfach denkt, hier, von Persi, nimm den mal. Oh, könnte von Persi denkt sich, oh, mach ich mal. So gesagt, 2:1 nochmal vor der Halbzeit hat er nochmal eine Chance. Nani mit dem Schuss, aber dann ist unser Torwart Kennedy auch nochmal da. Und dann war auch schon die erste Halbzeit vorbei. 2:1 also für unseren Gegner. War nicht unverdient, denn er hatte natürlich das bessere Team und somit auch mehrere Chancen. Sehen wir da auch noch in den Statistiken, ein bisschen mehr Ballbesitz und Schüsse waren ja nicht so, wir waren nicht so unterlegen. Also es waren eigentlich noch Chancen da, um vielleicht auch nochmal ein Unentschieden aus dem Spiel hier herauszuholen. Aber es geht weiter in der zweiten Halbzeit, in der 50. Minute. Unser Norbier verliert den Ball einfach mal an Rooney und ich muss sagen, der Lupfer war gut. Komme ich nicht mehr dran. Der Lupfer war gut, es wird auch noch als Eigentor von uns gezählt, von Jean-Baptiste. Kann man nichts gegen machen. 3:1 jetzt für unseren Gegner schon. Und es sollte nicht aufhören. Jetzt ungefähr 16 Minuten, er schickt den Ball hier perfekt nochmal durch auf Mika Richards, der mit der Flanke in der Mitte steht von Percy Bang. Ja, K mit 80 Kopfball und 1, keine Ahnung, 90 Körpergröße verliert er das Kopfballduell von Percy mit 69 Heading, aber kann man im Endeffekt nichts gegen machen. 16 Minuten, 4:1, es wurde jetzt schon eine sehr, sehr heftige Demonstration.
Ja, hier bin ich ein bisschen geraged. Das ist immer bei mir so. Ich werfe an meinen Controller nicht, sondern ich drücke einfach auf Tasten W drum, weil ich einfach nur am Ausflippen bin. Dann gucke ich weiß noch auf die PS-Taste. Aber in der 374. Dann haben wir nochmal eine Chance. Hier mit dem Lupfer. 4-2 auf einmal für uns. Und auf einmal war irgendwie wieder so eine kleine Chance da hier. Auf jeden Fall Johnson mit dem, ja, ich sag mal Anschlusstreffer. Es ist ein Anschlusstreffer. Schöner Lupfer eigentlich hier. Zack, kann der Torwart nichts machen, kann nur hinterher gucken. Wie gesagt, 4-2 jetzt nur noch. Also ging da vielleicht sogar noch was. Hier Austin Phillips in einem schönen Zusammenspiel. Wieder Phillips auf Austin. Austin ist auf rechts durch. Wir schreiben die 79. Spielminute. Austin setzt sich weiter durch. Austin mit der Flanke auf Jones. Und das steht auf einmal 4-3. Und es war wieder da. Die Chance auf ein Unentschieden gegen dieses abgefuckte BPA-Team, was ziemlich heftig war. Und ja, wir springen schon an die absolute letzte Zeit. Johnson legt nochmal ab auf Eto'o. Der ist voll durch. Ah, Zeitlupe. Oh, er geht daneben. Kann man im Endeffekt nichts machen. Aber wir hatten noch eine Chance. Und zwar eine riesige auf Johnson. Der ist wieder mal frei durch. Was macht Johnson? Hugo Lloris hält einfach mal den Ball. Das war schon in der 90. Minute. Der Ball wird dann geklärt. Ja, und dann war das Spiel auch schon vorbei. Ja, der Sieg für unseren Gegner war nicht unverdient zum Ende, aber ein bisschen glücklich, weil wir ja, wie gesagt, nochmal zwei richtig gute Chancen hatten, die wir leider nicht nutzen konnten. Das Ergebnis ist kein guter Start für unser Team, aber der Auftritt war auf jeden Fall positiv, meiner Meinung nach. Also wenn wir mal in Statistiken so unterlegen, waren wir gar nicht, hätten uns vielleicht eventuell zum Ende nochmal einen Punkt verdient gehabt. Kann man im Endeffekt nichts gegen machen. 4-3 für unseren Gegner, wir springen gleich mal ins nächste Spiel. Ja, und das Team war wieder ein BPL-Team, was aber meiner Meinung nach schlagbarer aussah. Benteco und Gico und Kopfball, ein heftiger Kopfballsturm. Dann Efferington auf der linken Seite, zumindest glaube ich, dass er so heißt. Ja, generell ein billiges BPA-Team. Was aber natürlich im Vergleich zu unserem Team noch tausendmal überlegen eigentlich sein sollte. Ja, wir springen noch gleich mal in die erste Szene. Die hatte nämlich unser Gegner. Wir haben da vorne die Letter geschossen, aber die Szene muss ich leider rausschneiden, weil unser Movie Maker sonst nicht funktioniert hat. Er mit der Flanke und hinten steht Arnautovic mit dem 1-0. In der 16. Spielminute, glaube ich, oder 15. Ich kann es gerade nicht erkennen. Wie gesagt, der Bildschirm gerade ein bisschen. Ich kann auch wieder groß machen. Jetzt ist er groß. Ja, aber wir gehen auf Offensiv und Austin. Das habe ich immer nach jedem Gegentor gemacht. Austin, dieser Schuss ist eigentlich ziemlich gut von ihm. Bam! Aber Mignolet ist da. Ich weiß nicht, ob er reingegangen wäre, aber auf jeden Fall hält den Mignolet zur Ecke. Ja, und die Ecke von Murphy getreten. Johnson verliert das Kopfballduell, aber irgendwie kommt er dabei trotzdem noch zu Mignolet, hält ihn an die Latte und am Ende ist trotzdem noch Eto'o da. Ich habe nämlich schon gedacht, wow, Mignolet hält ihn aus 3 Metern. Aber zum Ende hin kann das Eto'o ein ziemlich guter Spieler, zumindest die ersten Eindrücke waren von ihm sehr, sehr positiv, nochmal ins Gute wenden. Somit steht es 1-1, ja, und das war es dann im Prinzip auch schon für in der ersten Halbzeit. Nicht wirklich viel passiert, war ein sehr fades Spiel. Wie gesagt, die beiden Chancen, davor hatte ich halt noch einen Lattenschuss, den ich nicht reinnehmen konnte. Wie gesagt, er ein Schuss aufs Tor, macht das Tor damit. Also wir waren ein bisschen überlegen, aber er hat seine Chancen gut genutzt und wir springen nicht mal in die zweite Halbzeit. Und da hat er gleich die nächste Chance in der 50. Spielminute und auch Arnautovic auf außen in der Mitte. Kommt ein Mann, Benteke mit dem Kopfball. Aber den hält unser Torwart Kennedy, weil Benteke-Kopfball hält auch nicht jeder. Wir springen bisher vor, zack. Nach der Ecke der direkte Konter auf Austin, auf Eto'o, der legt ihn wieder ab auf Austin und der schlägt Eto'o. Eto'o ist schon wieder durch und das ist unsere nächste dicke Chance. Eto'o und ja, ihr habt ja gesehen, was ich mache, wenn ich frei vom Tor bin. Ich mache ihn nicht rein. Aber naja, Gott sei Dank gibt es da noch sowas wie Eckbälle, wie ihr jetzt gleich sehen würdet. Murphy tritt dann wieder und dann kommt mal unser Monster K an den Ball. Bam, köpft den rein mit 80 Heading. Ja, und somit steht es dann schlussendlich 2-1 in der 54. Minute für uns, was ziemlich cool ist. Und auch nur 3 Minuten später kommen wir hier mit Norbi an den Ball. Norbi schickt Austin und sein Torwart kommt einfach mal raus. Austin denkt sich, Dankeschön. Und somit steht es dann einfach ein paar Minuten, 5 Minuten insgesamt später für uns. 3-1, also das Spiel gedreht, 3-1 für uns und das dann doch... Vom Spielerischen war das eine echt geile Einstand von unserem Team. Vom Ergebnis her war er auf jeden Fall okay, weil das erste BPL-Team war schon echt heftig. Unser Gegner hat sich dann auch gedacht, nö, mache ich jetzt auch nicht mehr mit. Habe ich jetzt keinen Bock zu, habe ich keine Zeit zu. Ich habe was auf dem Herd. Nein, ich gehe raus. Ja, somit gewinnen wir das zweite Spiel zumindest. 3-1 für uns, das war nicht ganz unverdient, meiner Meinung nach. Weiter geht's dann. Somit holen wir dann zumindest in der ersten Folge schon mal 3 Punkte. Somit fehlen uns nur noch 14 zur Meisterschaft, 11 zum Aufstieg, den wir bräuchten. Und ja... 5 zum Ligaverbleib, was wir auf jeden Fall schaffen würden. Ich gehe einfach mal heftig von aus. Bis jetzt haben wir ja immer die Meisterschaft holen können, was ziemlich positiv ist. Und damit ist die Folge von heute auch schon wieder zu Ende. Und dann sagt ihr euch, nein. Aber ja. Und bevor ich jetzt nochmal kurz mich verabschiede von euch, sage ich nochmal vielen Dank an die Leute, die gewusst haben, dass ich am letzten Dienstag, sprich am 17.12. Geburtstag habe. Nochmal einen großen Dank an alle von euch, die mir da bei Skype beispielsweise die Glückwünsche gewünscht haben.
nochmal, wie gesagt, danke dafür. Wie gesagt, danke geht nochmal an Shalimbo jetzt persönlich, weil der hat mir nochmal 60k geschickt. Jetzt nicht jetzt Geburtstagsgeschenk, schon davor. Aber auch dafür einen großen Dank. Dann verabschiede ich mich jetzt hiervon, sage ciao, noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wahrscheinlich ein Rager-Match oder was anderes. Oder das Code-Beta. Man sieht sich. Ciao.